Und zurück zu Uncharted 4. Anscheinend noch nicht ganz das Ende gewesen, aber wir sind jetzt hier in so einer Art Epilog. Altmodisch. So, schauen wir, was wir jetzt hier machen müssen. Das schaut, also, das schaut ja Wahnsinn, das schaut aus wie echt. Also von hinten schaut es aus wie echt. Das ist echt der Hammer. Mom? Der Hund schaut auch aus, echt, wie echt. Jemand da? Juhu! Brutal. So, ist das hier? Okay. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Okay, das Schlafzimmer von den Eltern anscheinend. Die sind wohl Sehr abgehauen. aufgeräumt. Da müssen wir eine Putzfrau engagieren hier. Okay. Schauen wir mal raus. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Wo fühlst du denn? Hast du Hunger? Na gut. Aber nur das eine. Lass dir schmecken. Bin tierlieb. Lisen. Wir sitzen in einem kleinen Café einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns, der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauffrei, Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba. Verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns, sag Cassie, sie sollen schon mal das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Viktor. Diese Zeit. Okay. So, schauen wir mal, ob wir rausgehen können. Hey. Weg ist sie. Wow. Schaut das geil aus. Taj Mahal, ich komme. Nur noch ein paar Wochen. So, ich habe keinen Plan, was ich jetzt im E-Plug überhaupt machen muss. Ein perfekter Tag. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Kann ich hier baden gehen? Nee, okay. Schauen wir mal aufs Schiff. Und ist er zum Schiff gerannt? Jemand da? Nein? Niemand? Das Essen ist hier. Alles da eigentlich, gell? Hey, Vicky. Okay. Ich sag, schauen wir mal in die Hütte. Dann warte ich wohl einfach.
Okay, wo sind die denn hin? Was bewahrst du hier auf? Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Okay. Vielleicht die nächste Route oder sowas. Das wurde toll gesäubert. Wo sind denn die jetzt? Kommen wir nicht mehr raus, oder was? Kommen wir nicht mehr raus. Oh ja, bei der hier war ich mit Sally unterwegs. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. Hä? Das ist Elena. Daran erinnere ich mich. Wie albern. Oh. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Okay. Keine Chance. Einfach keine Chance. Oder auch doch. Das war das Kreuz, was wir gefunden hatten, oder? Das ist der Schädel von dem Piraten, oder? Ah, da ist das Buch, okay. Da ist das Buch. Evelyn hat einen Sammler einer Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradies beziehen? Wenn ihr diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt habt, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangi Savai, Bildunterschrift Joseph Burns, Kartenunterschrift, letzte bekannte Sichtung. Achso, das sind jetzt praktisch die ganzen. Henry Avery, der Gunsway-Raub? Ah, das sind jetzt die ganzen Notizen. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Ist das Dad? Alles klar. Jetzt wissen wir, es ist seine Tochter. Anscheinend.
Sic Pavis Magna. Großes aus kleinem Ursprung. Was ist das? Was zur Hölle? Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot mit. Schon ganz schön alt geworden. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Hm. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sack von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, eigentlich schon. Ja. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint. Das Boot ist bereit. Der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Okay, Leute. Ich glaube, das war jetzt das Ende vom Spiel. Ein kleines Resümee, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Bestimmt eins vom Games of the Year. Also sicher eins und ab und zu mal ein bisschen hakelig gewesen, aber sonst war es im Großen und Ganzen echt ein super Spiel. Und naja, vielleicht werde ich es irgendwann nochmal spielen, schauen wir mal.
Aber dann halt kein Let's Play mehr, weil ihr habt jetzt eh schon alles gesehen. So, ich bedanke mich noch bei allen fürs Zuschauen, fürs Unterstützen, für die Likes, vielleicht auch für die Abos, was ich bekomme dafür. Und ansonsten schaut auf jeden Fall auf meinen Kanal, auf die anderen Spiele noch. Final Fantasy läuft ja, dann wird noch kommen, ach, einige Spiele kommen jetzt noch. Last Guardian zum Beispiel wird noch kommen und. Ansonsten bedanke ich mich, danke fürs Zuschauen, ciao, euer Andi.